So kann das gerne öfter laufen. Da gibt nichts zu looten. Zack, zack. Wo ist der Golem denn? Da ist der Golem. Okay. Dann gehe ich gleich mal hin zu ihm gucken. Die Tränen aus. Wo finde ich die? Ich brauche die. Und dann muss ich. Nee, ich muss nicht nochmal in die Schmiede, oder? Müsste ich ja jetzt eigentlich so im Inventar machen können. Sie kommen! Alter. Die erschreckt mich immer so hart. Ach, der ist jetzt auch feindlich. Das ist ja sehr nett. Das war gemein. Ich konnte nicht weglaufen. Da dürften jetzt wirklich alle so tot sein. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Hoffentlich. Hirne looten wie das mundet. Lecker, lecker Hirnbrei. Hier ist niemand. Hört auf, mich zu erschrecken. Meine Fresse. Wenn du sagen willst, dass da niemand ist, dann halt die Schnauze. Ist ja schlimm. Hier ist niemand. Ach nee, wer redet denn da? Du Brunze. So. Wer ist er da hinten? Da sitzt doch einer. Ist da nicht wieder so ein Tor? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, Golem hat ihn noch nicht gelootet. Klar sitzt da einer. Maul halten. Ich wollte doch sagen, ich bin doch nicht blöd. So. Wo ist denn nur sein Laden? Verschwindet, Belia-Brut! Hoenos, beschütze uns in unserer Not. Die standen doch alle hier. Oder habe ich die schon? Also habe ich die schon? Die Befehlsrunde. Ja, habe ich. Okay. Ja, als Magier werde ich. Leben kriegt ihr mich nicht, ihr Hurensöhne! Höchstwahrscheinlich. Als Magier werde ich natürlich dem Magier folgen. Wenn er sagt, dass man da alle locker ausspielen kann, wo ist er hin? Okay. Kann ich hier rein? Mit den beiden könnte ich auch noch reden. Habe aber gar keine Lust. Warum bist du hier? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Hast du meinen Golem gefunden? Was ist passiert? Dein Golem hat mich angegriffen. Seltsam. Vielleicht liegt es an diesen Obelisken. Hast du die Rune? Hier ist sie. Sehr gut. Du wirst in einem Herzschlag in der Festung sein. Ich bin bereit. Ab in die Festung. Ladebildschirm sogar. Oha. So. Du? Langsam wird's albern. Was machst du hier?
Zuerst verrätst du mir, was du in meiner Festung willst. In deiner Festung? In der Festung des Königs. Was tust du hier? Ich suche Dakka. Du hast sie gefunden. Was willst du von mir? Was? Du bist Dakka? Ja, in Son Yara bin ich das. Warte. Diego schickt dich, nicht wahr? Was will er? Woher weißt du, dass Diego mich schickt? Ich habe dich seit der gespaltenen Jungfrau im Auge. Dass du Diegos Schützling bist, merkt ein blinder Hund. Nun, Syra, Dakka oder wie auch immer du wirklich heißen magst. Diego braucht dich. Er kann Lord Hagen seine Unschuld beweisen. Das geht jetzt nicht. Weil? Du kannst Diego doch nicht einfach im Stich lassen. Ich habe keine andere Wahl. Hagen ist verschollen. Verschollen? Der Narr ist mit unseren besten Männern ausgerückt, um Druehang in der Bastion zu stellen. Er ist nicht zurückgekehrt. Sehr schlau. Was kannst du mir über Druehang erzählen? Er war mir nie besonders geheuer. Zu glatt, zu kompromisslos. Aber wir haben jeden Mann gebraucht, den wir kriegen konnten. Druehangs Söldner hatten sich mehrfach bewiesen. In Nordmar, in Varant. Auf Heshir? Auf Heshir? Einen solchen Befehl hat Hagen nie erteilt. Wer dann? Roba der Dritte? Niemand. Wenn Druehang Feshir angegriffen hat, dann hat er hinter unserem Rücken gehandelt. Okay. Hat Druehang die Untoten beschworen? Das wissen wir nicht. Aber sie greifen ihn nicht an. Einige gehorchen ihm sogar. Dann ist Hagen also tot. Oder schlimmer. Wir werden sehen. Willst du etwa... Ich will alles. Ich gehe zur Bastion. Wo ist sie? Am Osttor. Wenn du unbedingt gehen willst, nimm die Brücke auf dem Hofplatz zum Arenaviertel. Ich lasse sie für dich entriegeln. Ich habe mich damals ganz schön verplappert. Ja, das hast du. Den Hinweis auf den Tempel konnte ich gut gebrauchen. Kein Wunder, dass Dantero den Tempel gefunden hat. Du hast mich gemolken wie eine Zibbe. Dantero? Das ist einer von Hagens Männern. Mit dem will ich nichts zu tun haben. König Roba? Er ist dein Onkel in Son Yara, der in Schwierigkeiten steckt? Ja, er war wie ein Vater für mich. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. König Roba ist dein Vater? Nein, er ist wie ein Vater für mich. Ich habe ihm damals in Morasul den Geldbeutel geklaut. Du hast dem König den Geldbeutel geklaut? Damals war er noch nicht König. Er war der Erste, der mich beim Klauen erwischt hat. Das klingt nicht gerade nach dem Beginn einer wundervollen Freundschaft. War es auch nicht. Er hat mich grün und blau geprügelt und mir dann die Börse geschenkt. Wait a second. Bevor er zum König wurde, haben wir ihn jeweils immer gespielt. Und in Morasul wurden wir nicht beklaut. Verprügelt haben wir da auch niemanden. Na, ist ja egal. Ja. Das mit dem Prügeln und dem Geld musst du mir genauer erklären. Ganz einfach. Er hat mich verprügelt, weil ich beim Klauen erwischt wurde. Das Geld hat er mir gegeben, weil ich es fast geschafft hätte. Du hast ihm also einfach verziehen? Nein, ich wollte mich rächen und ihn bis aufs letzte Hemd ausnehmen. Und? Hast du's? Würde mich nicht wundern. Irgendwie kam immer was dazwischen. Orks, Assassinen, Räuber und die Miliz. Er hat mir das Leben gerettet. Mehrmals. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ihn gar nicht mehr ausrauben will. Und dann wurde er König. Aha. Daran kann ich mich aber nicht so entsinnen. Na, ist ja egal. Wieder so viele Wege. Wege. Was gibt hier? Zack. Armschienen des Streiters. Umf. Also wir könnten jetzt lockig zum Nahkämpfer umschulen. So rum.
Okay, hier gibt nichts. Wir sind beim König. Hehehe. Ja, damit habe ich jetzt voll gerechnet. Ein Söldner? Der Dämon. Mein König. Ober. Meister. Was ist da los? Die Schatten. Kann ich mit dem... Kehren zurück. Mir einfach mit dem reden? Da ist eine Truhe hinter ihm. König Robar? Robar ist tot. Ich habe ihn erschlagen. Xardas hat gesagt. Ich? Nein! Nein! Ob ich das da einfach angehen darf? Ihr werdet es nicht bekommen. Belias Blut, Trunk des Eroberers, rasender Tod, Drachenjägerarmbrust. Aha. Und lass mich das mal ganz kurz alles lesen, was ich noch nicht habe. Habe ich alles schon. Okay. Da ist noch eine Truhe. Anscheinend kann man auch in Gebäuden einfach so Truhen knacken, ohne dass das irgendwen juckt. Okay. Was für eine ruppige Gestalt. Ich ruppige Gestalt hier gleich eine. Pass mal auf, dass ich dich nicht gleich auch grün und blau schlag wie die andere. Okay. Überall schön umgucken. Da ist noch eine Truhe. Modisches Kleid. Ja, moin. Ob ich das anziehen kann? Nein, leider nicht. Schade. Aber ich habe ein Kleid. Wer weiß warum. Innerstatue, nice. Aber statt einer Statue hätte ich lieber die Tränen. Was für eine ruppige Gestalt. Alter, ich schwöre bei Gott, ich gebe dir so eine Schelle, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Und ich bin kein Söldner. Was ist das denn hier? Rombo Bodenstaubsauger. Okay, da sind zwei Truhen. Nice. Jo, ich springe den Paladin auf den Schuss. So, Großschwert. Okay, Belias Blut und Gold. Das hat keinen interessiert, wenn ich die Truhen hier knack, ne? Na gut, die Zeit hält währenddessen noch an. Gut, dann mal runter. Okay, was haben wir hier? Noch eine Truhe. Okay. Noch eine Truhe. Zwei goldene Innerstatuen, zwei Fliegenpilze, leere Schriftrollen. So, hier ist ein Turm. Kann ich die alle klauen? Nö. Gibt die überhaupt was zu klauen? Ist ja frech, dass man hier nichts klauen kann. Na gut, man kann ja nicht alle haben, ne? So. Dann zur anderen Seite. Was ist das hier? Gar nicht, okay. Na los. Dass man innerorts, genau. Dass man in Gebäuden nicht ein bisschen schneller laufen kann. Oh. Dauert ja Jahre. So, umgucken, da steht noch eine Truhe. Altes Buch, okay. Schon wieder wirbelnde Hand. 500 Gold. Gold werden wir jetzt richtig zugeschissen hier. Gut, das war dann das. So, jetzt sind hier gleich links und rechts jeweils noch Räume. Wer ist er? Ist er irgendwie Besonderes oder was? Nö, er ist nur ein Paladin.
Ah, Kerker. Okay. Schau mal einer, guck. Noch Statue. Okay. Na gut. Hier noch irgendwas. Hätte mich auch gewundert. So, dann noch einmal die andere Seite und dann können wir endlich raus hier. So, komm. Ist das Alchemielabor? Sieht so aus. Hab schon eine Truhe erspäht. Truhe. Blüten. Habe ich gerade wirklich einfach alles gelootet? Das ist belastend. Jetzt weiß ich nicht, was da drin war. Ich hoffe mal, nichts wildet. Habe ich zufälligerweise irgendwie die Tränen Innos gerade gelootet? Wirbelnde Hand. Schnelle Hand, wirbelnde Hand. Festgegenstände, die ich östlich von Schwarzwasser gefunden habe. Goldbestickte Tasche. Brief an Giltor, genau. Dietriche, alte Kassette. Ja, da wird schon nichts Besonderes drin gewesen sein in der Truhe. So, jetzt aber wirklich raus hier. Ist hier noch was hinter? Nö. Oder? Nein. Der Teleporter wurde aktiviert. So, was soll ich jetzt eigentlich so wirklich machen? Sturm auf die Bastion. Hinweisenhaken zu suchen. Ruhrhangs Bastion steht am Osttor. Norden, Osten, da lang. Guti. Wollen wir uns mal auf den Weg machen. Steht doch schon wieder her. Ach, das ist doch die alte hier, die Jilvi. Na, wen haben wir denn da? Was tust du hier? Diego und Milton sind nicht mehr aufgetaucht. Am Hafen sind sie auch nicht. Was? Ich habe am Hafen Schleifspuren entdeckt. Sie verlieren sich hier im Arenaviertel. Meinst du, sie wurden entführt? Weiß nicht. Die beiden können eigentlich auf sich aufpassen. Sie müssen verraten worden sein. Wenn es Drurhangs Werk war, hat er sie wahrscheinlich in die Bastion bringen lassen. Sieh nach, ob du am Hafen noch weitere Spuren finden kannst. Ich kümmere mich um die Bastion. Wird gemacht. Jilvi, wie bist du hierher gekommen? Die Welt ist klein, was? Ich bin mit Syra gekommen, mit einem Boot. Von Tushu aus. Sehr interessant. Syra ist auch in der Stadt? Wo ist sie? Wir haben uns am Hafen getrennt. Sie hatte was zu erledigen. Jetzt weiß ich nicht, wo sie steckt. Ich weiß das. Ihr hattet ein Boot in Tushu? Syra hatte eins. Woher kennst du Syra überhaupt? Na, aus der gespaltenen Jungfrau. Dort haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Was will Syra in Sonjara? Ich weiß es nicht. Du weißt doch, wie sie ist. Hey, da. Ganz ruhig hier. Gut, dass du hier bist. Was treibt dich nach Sonjara? Kraglan hat mir den Auftrag gegeben, auf der anderen Seite des Schlachtfelds nach verschollenen Waldläufern zu suchen. Aber dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ich komme nicht aus der Stadt. No. Okay. So. Hier ist niemand. Tempelviertel, hier ist dicht, okay. Hier ist niemand. Oh, halt die Schnauze. So, das sind doch alle bestimmt böse Männer. Sag ich doch.